Ja, ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und mir ist das Thema eben auch ein Herzensanliegen, weshalb ich auch das eingereicht habe als Workshop und mich gefreut habe, dass das auch gezogen wurde und wir das hier heute machen können. Ja, ich begrüße euch, Sie alle ganz herzlich zur Diskussion über das Recht auf Reparatur und welche politischen, finanziellen und regulatorischen Maßnahmen wir brauchen, um dieses Recht zu stärken. Eine Debatte mit der Politik, das bin in diesem Fall ich selber, und mit der Zivilgesellschaft, die ja heute auch dazu eingeladen hat und auch auf dem Podium mit Janine vertreten ist. Dafür vielen Dank. Es geht auch darum, wie alle Akteure gemeinsam die Herausforderungen bearbeiten können, die das Recht auf Reparatur aufwirft. Deshalb haben wir hier auch zwei VertreterInnen, die aus der Hersteller- bzw. auch Verkaufs- und Reparatursicht berichten können. Ja, vergangene Woche wollte ich mein kaputtes Smartphone reparieren lassen, ein neues Display einsetzen lassen, das kaputt gegangen war. Aber diese Reparatur war nicht möglich. Das Angebot des Händlers war dann ein neues Handy. Und ich glaube, viele Verbraucherinnen und Verbraucher stehen häufig vor diesen Herausforderungen und nicht jeder kann sich eine teure Reparatur leisten oder gar ein neues Gerät. Und das zeigt, wie wichtig es ist, eine gesetzliche Verankerung der Reparierbarkeit von elektronischen Geräten auf den Weg zu bringen. Ja, vor diesem Hintergrund möchten wir deshalb heute die Frage diskutieren, was die unterschiedlichen Akteure zum Gelingen des Rechts auf Reparatur auch beitragen können. Leider heißt es ja heute noch zu oft, was lange hält, bringt kein Geld. Es gibt aber Visionen und konkrete Ansätze für ein alternatives und nachhaltiges Wirtschaften, zum Beispiel der Ansatz Cradle to Cradle. Die haben hier auch einen Stand, habe ich gesehen, also von der Wiege zur Wiege. Wir brauchen allerdings ein wirtschaftliches Umdenken in Gänze, in der Breite. Wir müssen den Ressourcenschutz skalieren, wie man so schön sagt, und zwar möglichst schnell. Die Uhr tickt und Überlegungen wie Reduce, Reuse und Recycle sind da grundlegend. Wir haben eben schon mal kurz gesprochen, es wird immer auf das Recycling geguckt, aber erstmal zu reduzieren und dann erstmal auch wieder zu verwenden, sollte dem ja vorangehen. Die beständige Wiederverwertung muss der Standard in der Kreislaufwirtschaft also sein, um die knappen Ressourcen ohne Neuproduktion zu sichern. Zirkuläres Wirtschaften bedeutet nicht nur Ressourcen- und Umweltschutz, sondern auch Resilienz. In einer sehr komplexen Welt, in der Lieferketten aus politischen oder auch strategischen Gründen unterbrochen werden können, das erleben wir ja gerade, reparieren statt wegwerfen, das heißt also auch Abhängigkeiten von unzuverlässigen Lieferketten und Rohstoffimporteuren zu minimieren. Nun, die Reparatur ist ja mittlerweile in aller Munde und es gibt auch große Akteure, die hier aktiv sind. Back Market ist zum Beispiel ein kleines Unternehmen. Kein kleines Unternehmen mehr, ne? Oder? Auch Unternehmen wie Apple rühmen sich ja, die Reparaturmöglichkeiten billiger und einfacher gemacht zu haben, auch wenn diese Anstrengung in der Zivilgesellschaft sehr kritisch gesehen wird, zu Recht, denn das Unternehmen führt neue Softwareabhängigkeiten für eigentlich standardisierte Ersatzteile ein, die die Reparatur durch unabhängige oder selbstorganisierte Stellen erschweren. Diese Fragen hätte ich gerne Apple hier und heute auch gestellt und zur Diskussion eingeladen, aber leider haben wir von Apple eine Absage bekommen. Ich werde aber nächste Woche nach Holland fahren und mir das Recyclingwerk anschauen und nehme da gerne auch die Anregungen und Fragen hier aus der Diskussion mit. Ja, im Koalitionsvertrag der Ampel haben wir uns auf zahlreiche Maßnahmen geeinigt, die im Aktionsplan Reparieren statt Wegwerfen des BMUV angegangen werden sollen. Dieser soll im November durchs Kabinett gehen und es ist erfreulich, dass das erste Projekt des Aktionsplans bereits im Haushalt 2023 verankert ist. Mit einem Förderprogramm soll der Reparaturgedanke wieder in die Breite getragen werden und zur einfacheren Alternative werden. Wir wollen die Finanzierung ausbauen, aber wir können auch feststellen, das ist echt neu auf der Bundesebene. Leider. Ähnliche Ziele werden aber auch auf EU-Ebene verfolgt mit der Ökodesign-Verordnung. Im November wird die EU-Kommission
darüber hinaus ihr zweites Kreislaufwirtschaftspaket vorstellen und die europäische Initiative zum Right to Repair soll ebenfalls im November auf den Weg gebracht werden. Eine offene Frage ist dabei die Standardisierung für eine echte Kreislaufwirtschaft. Und darüber möchte ich heute gerne mit euch und vor allen Dingen auch mit unseren Gästen hier diskutieren. Und das sind einmal Tilman Risch hier vorne, direkt verantwortlich für die politische Kommunikation bei Backmarket. Dann Sarah Bäumchen, Mitglied der Geschäftsleitung beim Verband der Elektro- und Digitalindustrie 2. Und ich erspare jetzt den Witz mit dem Namen. Und Janine Corduan, Expertin für Kreislaufwirtschaft für den BUND, also den Bund für Umwelt- und Naturschutz. Vielen Dank, dass ihr Sie gekommen sind. Wir beginnen gleich mit den Inputs der Gäste. Mein Name ist Tabea Rössner, das habe ich vergessen zu sagen, du hast mich vorgestellt, aber ich bin Ausschussvorsitzende des Digitalausschusses und seit 2009 Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen. So, wir kommen zu den Eingangsstatements und die Fragen, die wir mitgegeben haben, waren einmal das Leitbild Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie bewerten Sie die Ziele aus dem Koalitionsvertrag? Und was ist die Zwischenbilanz? Was hat sich im letzten Jahr in Sachen Recht auf Reparatur getan? Frau Bäumchen, wollen Sie anfangen? Sehr gerne. Ja, ich würde zu Anfang direkt vielleicht nochmal einordnen. Ich spreche für den Verband der Elektro- und Digitalindustrie und da gehören Haushaltsgeräte, über die wir ja beim Recht auf Reparatur ganz konkret sprechen, natürlich dazu. Da gehören ganz viele andere Teile dazu, wie Industrie 4.0, also die Automatisierung, die Komponenten, sowas wie Mikrochips, aber auch natürlich auch alles im Bereich der Energienetze, Leitungen, Sensoren, die Möglichkeit mit Smart Meters und Smart Meter Gateways, Geräte zu verbinden, Wärmepumpen im Gebäudebestand, ganz viele Dinge. Und unsere große übergeordnete Vision ist die Elektrifizierung der Gesellschaft, also die All Electric Society, bei der wir es schaffen, so stark wie möglich auf Strom möglichst schnell umzustellen, weil wir natürlich wissen, dass wir dadurch ganz große Effizienzgewinne mobilisieren können. Und die können wir immer durch die Kombination aus Elektrifizierung und Digitalisierung schaffen. Und genau deswegen finden wir das, was im Koalitionsvertrag steht, zur Digitalisierung, diese Digitalisierung konsequent nach vorne zu bringen und auch ganz konkrete Projekte wie zum Beispiel den digitalen Zwilling dafür zu verwenden, also eine Abbildung von Maschinen und anderen Geräten aus der analogen Welt in die digitale Welt und diese Vernetzung in Datenräumen, wo diese Geräte miteinander kommunizieren, über Sektoren hinweg dann auch kommunizieren können und dadurch möglichst effizient mit Energie umgehen können. Das ist was, was uns ganz besonders am Herzen liegt und deswegen finden wir das sehr gut. Wir haben als Verband gemeinsam mit dem Verband des Maschinenbaus auch da schon eine Initiative gestartet. Das ist die IDTA, die Identical Industrial Twin Association, bei der wir schon zeigen, wie man solche digitalen Zwillinge über Normen und Standards, die da ganz wichtig sind, dann mit einer sogenannten Verwaltungsschale jetzt schon miteinander verbinden kann und da eben bei Themen wie dem Product Carbon Footprint und anderen Dingen diese Vernetzung schaffen kann. Also wir finden das sehr gut, dass die Regierung bei diesem Thema so stark nach vorne geht und möchten das gerne auch in unserem Bereich sehr stark tun. Beim Thema Recht auf Reparatur, dem zweiten Thema, das Sie angesprochen hatten, schauen wir dann ja insbesondere jetzt auf die Elektrogeräte. In dem Bereich haben wir in den vergangenen Jahren ja schon sehr stark auf den Bereich der Energieeffizienz geschaut. Das ist gut und richtig und sehr wichtig und da hat sich ja auch sehr vieles schon getan. Geräte, die Sie heute kaufen, sind natürlich um ein Vielfaches energieeffizienter und das bleibt auch weiterhin ein sehr wichtiges Thema, weil wir natürlich wissen, dass über die Lebensdauer eines Elektrogeräts, der Stromverbrauch eben ganz maßgeblich für den CO2-Footprint ist. Jetzt ist in den letzten Jahren das Thema Reparatur stärker in den Mittelpunkt gerückt. Das können wir auch nachvollziehen. Wir haben mit der Ökodesign-Richtlinie aus Brüssel da ja schon ein erstes Instrument, das wir auch in der Grundsache unterstützen. Ganz wichtig aus unserer Sicht ist, dass wir deswegen jetzt auch weiterhin harmonisiert europäisch bei diesen Punkten denken. Wir müssen Europa als Binnenmarkt da stärken und wir müssen schauen, dass wir in den europäischen
europäischen Ländern gemeinsame Normen und Standards entwickeln. Und diese Entwicklung der Normen und Standards ist aus unserer Sicht ungemein wichtig, um dann auch wirklich Qualitätsmarker zu haben, wo wir dann hinterher auch prüfen können. Das ist ja auch ganz wichtig, dass dann die Marktüberwachung funktioniert, dass wir also auch wissen, dass tatsächlich die Fragen umgesetzt werden, die da definiert werden sollen. Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass das dann konsequent umgesetzt wird. Beim Recht auf Reparatur ganz konkret würde ich noch mal gerne mitgeben, dass aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig ist, dass wir auf einen gesamtheitlichen Blick auf die Nachhaltigkeit von Produkten haben. Und da gehört die Frage, wie wird das, kann das repariert werden, wie kann es repariert werden, selbstverständlich mit dazu. Man muss das aber eben immer im Kontext sehen. Also ganz konkret gesprochen, es bringt natürlich nichts, wenn ein Gerät sehr, sehr viel Energie verbraucht, aber repariert werden kann. Oder wenn es am Ende ganz, ganz häufig repariert werden muss, weil es qualitativ Schwierigkeiten hat. Also wir betonen eben immer sehr stark, dass wir das im Kontext sehen müssen und die ganzheitliche Betrachtung von Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist und dass wir dann, wenn wir auf die Reparaturfähigkeit schauen, da werden wir sicher in der Diskussion ja nochmal drauf eingehen, dann auf die vielen Dinge, die zu so einem Produkt eben gehören, zusammenschauen. Also wie ist das designt, welche Sicherheitsanforderungen braucht so ein Gerät, wie wird die Software miteinander kombiniert, all solche Dinge und natürlich auch immer die Frage der Wirtschaftlichkeit. Das ist sicher ein Punkt, der dann ganz stark auch auf die Verbraucherinnen und Verbraucher ja im Mittelpunkt der Entscheidung haben. Wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher so ein Gerät reparieren oder wollen sie es dann austauschen? Und dazu, glaube ich, können wir bestimmt in der Diskussion noch mal vertieft einsteigen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Bäumchen. Eine kurze Nachfrage. Sie haben gesagt, im Grundsatz unterstützen Sie die Ökodesign-Verordnung. Das heißt aber, es gibt da schon auch Differenzen oder? Ich glaube, es kommt drauf an, also nehmen wir sowas wie die Frage der Vorhaltung von Reparaturteilen zum Beispiel. Ja, es gibt ja ganz viele Punkte, wo wir jetzt bei der Weiterentwicklungsfrage sehen müssen, wie funktionieren die dann in den ganz konkreten Märkten. Und das sind dann Punkte, ich glaube, da müssten wir jetzt einfach im Detail dann über die sprechen. Okay, das können wir ja gleich noch machen. Dann übergebe ich an Janine. Aus Sicht der Zivilgesellschaft des BUND, also einer NGO, die sich ja besonders um Nachhaltigkeit kümmert und sich einsetzt und als Zivilgesellschaft auch lobbyiert, was aber auch in Ordnung ist. Wie sieht der BUND mit Blick auf das Recht auf Reparatur, einmal auf den Koalitionsvertrag? Ja, ich glaube, das Mikro ist an. Bitte schön. Ja, danke schön. Können Sie mich hören? Ja, okay. Klingt so leise für mich gerade. Aber ich habe vor allem als Einstieg erstmal die Zahl 2% mitgebracht. 2% jährliche Wachstumsrate haben wir bei Elektronikgeräten jährlich. Also das bedeutet, es ist einer der am schnellsten wachsenden Abfall- und Produktströme. Und gegenübergestellt haben wir 2% der Geräte, die 2019 nur repariert wurden an Elektronikgeräten. 98% wurden recycelt oder verbrannt. Also das heißt, wir haben da ganz, ganz großen Nachholbedarf aus Sicht des Bund für Umwelt und Naturschutz. Recycelt bedeutet eben auch nur, dass die Geräte auseinandergenommen werden, Kunststoffe, Metalle raus, es sind viele Mischkunststoffe da drin, die dann mit verschiedenen Flammschutzmitteln behandelt sind. Also auch das, nur weil sie bei einer Recyclinganlage ankommen, heißt das längst nicht, dass sie tatsächlich recycelt werden. Auch von diesen Anlagen geht viel noch in die Verbrennung. Das sehen wir natürlich aus Ressourcenschutzsicht ganz kritisch. Für uns als BUND ist es auch eine Kombination, die wichtig ist. Wir brauchen ein gutes Ökodesign, das haben Sie auch gerade angesprochen. Also wir brauchen gute Produkte und ein herstellerunabhängiges Recht auf Reparatur. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt der suffizienzorientierten Ressourcenpolitik. Also wir müssen einfach die Stoffströme insgesamt verkleinern. Wir können nicht einfach nur recyceln oder, ja, wir können es nicht aus der Krise raus recyceln. Das ist ganz wichtig für uns als BUND. Wenn wir uns ein Handy anschauen, haben wir ganz viele Metalle da drin, Kupfer, Eisen, Alu, auch ein paar Milligramm Gold.
Das bedeutet jede Menge Abraum, jede Menge Menschenrechtsverletzungen. Kobalt brauchen wir für Lithium-Akkus. Das wird zu 50% im Kongo hergestellt. Wir können uns alle ja, vielleicht ansatzweise vorstellen, wie schrecklich das ist. Und wir sehen das ja, aus sozialen Gründen sehen wir das alles sehr kritisch. Wie bitte? Kinderarbeit wurde gesagt. Genau. Viele Gänge sind so klein, dass Erwachsene dort nicht reinpassen. Ich habe mir für heute nochmal eine ganz neue repräsentative Studie angeguckt, die erst, ich glaube, vor 2 Tagen veröffentlicht wurde zur Reparatur. Da ist das Ergebnis, dass ja, das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum ist vorhanden, aber eben in der Mehrheit noch nicht tatsächlich. Also da gibt es auch noch Aufgaben für uns als Umweltverband, aber auch in der breiteren Gesellschaft, finde ich, sollte es in unser aller Interesse sein. Und vor allem kam auch raus, dass der Preis und die Zeit und die Funktionsverluste wichtige Punkte sind, ob sich Personen dann für eine Reparatur entscheiden. Wenn wir uns jetzt nochmal andere Elektronikgeräte angucken, wollte ich auch nochmal einen Nebensatz zu Plastik sagen. Im Handy ist jetzt nicht ganz so viel Plastik drin, aber viele Elektronikprodukte haben ja jede Menge Plastik. Wir haben letzte Woche eine Zusammenfassung von einem Report übersetzt, der nochmal zeigt, wie viel Öl und Gas in Plastik drin ist. Und Plastik ist Öl und Gas. Und in Deutschland geht 1/4 des industriellen Gasverbrauchs nur für die Plastikproduktion drauf, sage ich jetzt mal so. Und das ist auch, es geht auch ein großer Teil in den Elektroniksektor. Also das heißt, das sind fossile Rohstoffe und wir müssen das einfach reduzieren. Und deshalb ist Reparatur für uns ganz wichtig. Es gibt bestimmte europäische Länder, die voranschreiten, zum Beispiel Frankreich. Es gibt einen Reparaturindex da. Andere Länder senken die Mehrwertsteuer. Schweden, Belgien, Niederlande sind die Beispiele. Genau, wir haben da noch den Reparaturbonus als mögliches Instrument. In Wien wurden 50% der Kosten übernommen, maximal 100 Euro. Und in 9 Monaten wurden 35.000 Geräte repariert. Das finde ich eine beeindruckende Zahl. Und die Hälfte davon sind Handy und Tablets. In Thüringen wurde er das zweite Mal aufgelegt, weil er so erfolgreich war und dort wurden schon 8.000 Geräte repariert. Wir haben als Bund für Umwelt- und Naturschutz uns zusammengeschlossen mit fast 30 Organisationen. Ich habe heute Morgen nochmal auf der Webseite gezählt, also sind 28 aktuell und es sind verschiedene NGOs, aber eben auch andere Akteure, Backmarket, Handwerksbetriebe, alle möglichen und haben uns dann einen ganz umfangreichen Forderungskatalog im Februar veröffentlicht, wo ganz viele Forderungen drinstehen, Ersatzteile, Reparaturanleitungen, Software-Updates, modulares Design, kompatible Schnittstellen, da kannst du gleich noch was dazu sagen. Wir als BUND setzen uns auch für eine Primärressourcensteuer ein, denn wir denken, es ist ganz wichtig, dass primäres Material besteuert wird, immer teurer sein sollte als sekundäres Material. Wir haben als BUND Berlin auch ein Projekt, denn den Reparaturbonus gibt es ja nicht bundesweit, das ist unsere Forderung, der sollte eigentlich ins Entlastungspaket reinkommen aus unserer Sicht. Und dieses Projekt probiert jetzt den Reparaturbonus in Berlin aus, also da lade ich Sie ein, sich zu bewerben, können Sie auf den BUND Berlin-Seiten finden. Und als letztes möchte ich noch eine Lanze für die Normung brechen, denn diese ist einfach ganz wichtig, Sie haben es auch gerade angesprochen. Und es gibt eine wichtige horizontale Grundlage, die EN 4554. Das sind die allgemeinen Verfahren zur Bewertung von Reparierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Upgradebarkeit energieverbrauchsrelevanter Produkte von 2020. Ich nenne die hier so, weil es wirklich eine ganz wichtige Basis ist, mit der jetzt weitergearbeitet wird und werden kann und wird. Das ist sozusagen die allgemeine Basis und auf dieser können jetzt produktspezifische Normen entstehen und werden auch entstehen, zum Beispiel beim DKE. Das habe ich, genau, das ist so, da können Sie vielleicht noch einmal drauf einsteigen. Genau. Wir als BUND haben da viele Experten auch hingesandt und auch diese Normen mitgeprägt. Und ja, und ich kann sozusagen da auch nur sagen, dass das jetzt auch in der EU schon angekommen ist. Also die gemeinsame Forschungsstelle der Kommission hat jetzt oder entwickelt gerade ein Reparaturbewertungssystem, was auch auf dieser Norm basiert. Also da passieren gerade ganz viele Dinge auch in Richtung Normung, die zentral sind. Und dann noch ein letztes Wort zum Normungsroadmap vom DIN.
Da gab es auch eine grobe Recherche. Dieser Prozess wurde ja gestartet, um zu sagen, okay, was im Bereich Kreislaufwirtschaft, was haben wir für Normen, was ist wichtig, was sollten wir jetzt entwickeln in nächster Zeit? Und in dieser ersten Grobrecherche kam eben raus, dass viel zu wenig zur Reparatur, dass es viel zu wenige zur Reparatur gibt, ungefähr 13, und ganz viele zu Recycling und Verwertung. Und das heißt, da gibt es auch noch jede Menge Hausaufgaben für uns zu tun, wo wir uns als B&D natürlich sehr gerne einbringen werden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, über die Normung sprechen wir gleich noch mal intensiver. Und wir wollen uns ja auch vor allen Dingen auf das Recht auf Reparatur konzentrieren. Ich fand aber die Aspekte zum Recycling noch mal wichtig, weil das vielen nicht bewusst ist. Also der gelbe Sack, der Großteil wird immer noch verbrannt. Wenn man sich mal anschaut, wie Plastikrecycling stattfindet. Also ich war da bei einem Unternehmen, das auch forscht in dem Bereich. Alles, was dunkles Plastik ist, und das ist ja auch das, was man so hat an Videorekordern oder anderen Sachen. Nee, Videorekorder gibt es gar nicht mehr. Brauchen wir heute nicht mehr. Aber gibt es viel dunkles Plastik, kann man ganz schwer recyceln. Da entstehen dann vielleicht noch Banken draus oder Gleisschwellen oder so. Das kann man vielleicht noch damit machen. Aber gerade was andere Produkte aus dem Lebensmittelbereich angeht und so, die brauchen halt ein sehr reines Plastik und auch die unterschiedlichen Komponenten auseinanderzubringen. Das ist ja auch die Schwierigkeit beim Recycling. Und deshalb auch noch mal die Frage den seltenen Erden und die Verbundstoffe. Ne? Da gibt es ja immer das Problem, Verbundstoffe sind schwierig zu recyceln. Und ich weiß noch, damals gab es doch in Berlin auch diese orangene Tonne. Da hat man alles einfach nur reingeschmissen, da wurde es dann geschreddert und dann hat man versucht, so die einzelnen Komponenten herauszuziehen. Aber gibt es denn auch da Forschungsinitiativen, um diese Komponenten auch durch andere Stoffe, die nachhaltiger sind, auszutauschen oder zu ersetzen? Also ich glaube, ersetzen kann man sie nicht. Gestern wurde auf dem Podium, auf dem Eingangspodium, wurde ja gesagt, dass es gerade Forschung gibt, auch zum Recycling von den seltenen Erden. Ich weiß da aber tatsächlich jetzt auch nicht mehr. Das wurde ja gestern einmal kurz angerissen. Nicht dabei, aber ich weiß, genau. dass das halt die Diskussion ist. Ne? Ja, wie kriegt man das hin, genau die seltenen Erden auch wieder zurückzugewinnen und auch zu recyceln und wieder einzusetzen. Aber wir haben hier noch Backmarket vertreten mit Tilman Rusch und da wird ganz viel reused. Ne? Vielleicht stellst du mal vor, was ihr genau macht und okay. Wie so eure Perspektive auf Koalitionsvertrag und Recht auf Reparatur ist. Sehr gerne, ja, genau. Also Tilman Rusch, Backmarket ist, glaube ich, noch nicht jedem bekannt, vielleicht bald. Doch, als ich davon erzählt habe, habe ich festgestellt, dass ganz viele Leute in meinem ganzen Bekanntenkreis alle ihre Smartphones über Backmarket. Das könnte die grüne Bubble sein. Und auch die Katzenkampagne. Und vielleicht die Katzenkampagne. Naja, Backmarket ist ein Online-Marktplatz für erneuerte Technik. Das heißt, bei uns gibt es nur gebrauchte Ware, mit Ausnahme vom Fairphone. Das gibt es bei uns auch neu. Aber sonst nur gebrauchte Ware, die aber eben von Unternehmen professionell wieder aufbereitet wurde. Und das ist der große Unterschied, wenn man jetzt auf eBay kauft, C2C, also von anderen Kunden. Man kriegt dort keine Garantie, man hat keine Tests der Qualität. Das gibt es alles in diesem Prozess, im Refurbishment-Prozess. Es sind gebrauchte Geräte, die getestet werden. Wenn irgendwo ein Defekt ist, wird dieser repariert. Sie werden gereinigt, sie werden gegradet, also bewertet, in welchem Zustand befinden sie sich eigentlich. Und dann mit einer neuen Garantie und auch einer gesetzlichen Wehrleistung verkauft. Und das ist das Besondere. Bei uns kann man auch Geräte verkaufen, das heißt Zirkularität. Man kann nicht nur gebrauchte Geräte bekommen, sondern auch sein Gerät zurück in den Kreislauf geben, damit es wieder aufbereitet werden kann. Und das ist so der Ausschnitt, aber worum es bei Backmarket geht, was unsere Mission ist, ist eben eine Kreislaufwirtschaft für Technik aufzubauen, mit allem, was dazugehört. Und das so zugänglich und so einfach wie möglich zu machen, damit eben Menschen das in ihren Konsum integrieren und stets, wenn sie etwas brauchen, eine Alternative zu einem neuen Produkt haben. Und deswegen, Reuse ist unser Thema. Wir wollen das voranbringen. Deswegen sind wir, wie Janine auch gerade schon gesagt hat, beim Recht auf Reparatur in der Right to Repair-Kampagne auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene. Und deswegen gibt es mich als Lobbyisten von Backmarket, der versucht auch, diesem Teil der Industrie eine Stimme zu geben, damit wir uns eben auch einbringen können bei all den verschiedenen Sachen, die aktuell politisch auch angestoßen sind. Und da finde ich sehr positiv, dass im Koalitionsvertrag das Recht auf Reparatur endlich einen eigenen Absatz bekommt. Ich glaube, das ist. Haben wir sehr für gekämpft.
Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Und ich denke, es ist längst überfällig. Warum? Wir haben es schon angeschnitten. Wir digitalisieren uns gerade. Das ist ein Prozess, der läuft schon einige Zeit und der wird noch viel stärker weitergehen. Und das bedeutet, dass wir überall Geräte brauchen, die sich vernetzen. Brauchen sie vielleicht nicht überall. Es gibt auch, wir haben heute Morgen über vernetzte Toaster geredet, ob die so einen großen Mehrwert haben. Aber in der Digitalisierung und der Vernetzung steckt unglaublich viel Potenzial für uns. Aber es steckt auch eine Bedrohung, würde ich sagen, da drin. Denn aktuell macht der Digitalsektor 4% der CO2-Emissionen aus. Und die Europäische Kommission hat die Zahl kommuniziert, wenn sich nichts ändert, dann ist die Erwartung, dass es bis 2040 14% sein werden. Und 4% heißt jetzt schon, dass der Digitalsektor mehr als den Luftfahrtsektor ausstößt. Und 14%, ihr könnt es euch vorstellen. Dementsprechend ist unsere Mission mit dem Reuse die Voraussetzung für eine Digitalisierung und Vernetzung, nämlich die Hardware, so nachhaltig wie möglich. Auch wenn klar ist, Hardware an sich ist nicht nachhaltig, es braucht immer Ressourcen, die zu produzieren. Aber je länger wir sie nutzen, desto besser verteilt sich diese Umweltauswirkung auf die Nutzungszeit, desto weniger müssen wir neu produzieren. Genau, deswegen ist Recht auf Reparatur aus meiner Sicht lange überfällig. Ich freue mich sehr, dass es da drin ist. Da steht da auch drin, dass Nachhaltigkeit bei Design zum Standard bei Produkten machen. Finde ich einen fantastischen Satz. So wie ich ihn lese, vielleicht auch lesen möchte, ist das ein Paradigmenwechsel für mich. Denn Nachhaltigkeit bei Design zum Standard heißt für mich, dass es nicht nur noch um die Leistungsfähigkeit und den Preis in dem Moment, wo ich es kaufe, geht, sondern dass wir Produkte holistisch betrachten. Dass wir zum Beispiel den Preis auch über die Nutzungszeit uns anschauen und dass wir auch die Möglichkeit haben, diese Informationen zu bekommen. Das heißt, nachdem ich es gekauft habe, wie teuer ist es denn für mich, das Produkt am Leben zu halten, weiter zu nutzen? Wie lange kann ich es nutzen? Also wie verteilt sich der Preis auf diese Zeit? Was ist mit den Umweltauswirkungen? Die sind aktuell überhaupt nicht eingepreist. Aber bei Nachhaltigkeit fängt es zumindest an, dass wir sie stärker mit einbeziehen. Das heißt, das ist ein sehr positiver Punkt für mich aus dem Koalitionsvertrag. Transparenz habe ich gerade schon angeschnitten, ist sehr, sehr wichtig. Auch da steht Lebensdauer und Reparierbarkeit zum erkennbaren Merkmal von Produkten machen. Ist eine Grundvoraussetzung für mich. Reparaturindex wäre das, was das angeht zum Beispiel. Ich denke, damit wir Verbraucher nachhaltige Konsumentscheidungen treffen können, müssen wir die Transparenz haben, wir müssen vergleichen können, wir müssen verstehen, was ist Produkt A, was ist Produkt B, wie verhält sich das, also holistische Betrachtungsweise. Und dann können wir unsere eigene Entscheidung treffen, was für uns das Richtige ist. Und ich denke, es ist auch eine Chance für die Hersteller, dass sie eben Wettbewerbsvorteile erlangen darüber, dass es eben transparent ist und sichtbar und vergleichbar ist, wie werthaltig ihre Produkte tatsächlich sind. Wenn die neueste Innovation ist, dass die Kamera noch ein bisschen besser ist, aber eigentlich ist sonst nicht viel passiert zur letzten Generation, dann ist vielleicht eine neue Innovation, dass das Gerät sehr haltbar und sehr gut reparierbar ist. Und das ist, ja, da gibt es gewisse Konflikte auch, aber es ist nicht so schwarz und weiß, wie es manchmal dargestellt wird. Und das wäre eine echte Innovation, wenn man das zusammenkriegt. Und das würde einen höheren Preis rechtfertigen, weil die Person, die es kauft, weiß, ich kann es lange nutzen, ich muss es wahrscheinlich nicht reparieren. Wenn ich es reparieren muss, dann ist es günstiger und es hat einen höheren Restwert, wenn ich es dann wieder verkaufe, weil ich sage, ich brauche irgendwas anderes. Und das heißt, diese Anreize muss es geben, es muss für Verbraucher Anreize geben, Produkte auch gut zu behandeln. Wir können sie da auch nicht aus der Pflicht nehmen, das ist meine Meinung. Genau, Kreislaufwirtschaft hat auch einen langen Absatz im Koalitionsvertrag. Da finde ich auch viele gute Ideen drin. Aber ich bin trotzdem auch ein bisschen enttäuscht, weil ich nicht so viele gute Ideen für den Reuse-Bereich finde im Vergleich zu dem Recycling-Bereich. Und da hoffe ich mir mehr Ambitionen, dass wir wirklich überlegen, was können wir denn ändern, um nicht nur für Recycling ein System zu schaffen, dass es Stellen gibt für Recycling, für Abgabe, sondern auch Stellen gibt, wo ich mein Gerät zum Reuse oder Ersatzteile zum Reuse bereitstellen kann. Und ich glaube, unser Problem ist, dass wir in Deutschland zu stolz sind auf unsere Recycling-Technologien. Also wir bezeichnen uns auch gerne mal als Recycling-Weltmeister, je nachdem, wie hoch die Emotionen da gerade kochen. Aber wenn man sich Zahlen anschaut, Janino ist sie auch schon genannt, 44,1% zuletzt an Elektroschrott recycelt, obwohl die gesetzliche Vorgabe bei 65% liegt. Das klingt für mich nicht nach Recycling-Weltmeister, das klingt nach dem Einäugigen unter den Blinden im Grunde, weil die anderen Länder teilweise noch schlechter unterwegs sind.
Und dementsprechend Recycling, wir müssen mehr recyceln unbedingt, aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, wir dürfen auch nicht glauben, dass das reicht. Weil Recycling kostet Energie, gibt nur einen Teil der Ressourcen zurück. Reuse bedeutet, wir müssen vielleicht nicht neu produzieren, weil noch etwas da ist, was genutzt werden kann. Und deswegen hoffe ich, dass wenn die Kreislaufwirtschaftsstrategie erarbeitet wird, dass auch Reuse dort starke Beachtung findet. Noch vielleicht zuletzt Zwischenbilanz, wie bewerte ich, was bisher passiert ist. Wie gesagt, Koalitionsvertrag hat mich begeistert. Was passiert ist, seitdem die Tinte trocken ist, hat mich noch nicht so begeistert, kann mich noch nicht so begeistern. Ich glaube aber, da gibt es Gründe für und ich hoffe, Sie haben es gesagt, November, das Aktionsprogramm soll veröffentlicht werden. Es ist ja schon mehrfach verschoben worden, was ich sehr schade finde und ein Argument ist da oft die europäische Ebene. Wir müssen darauf warten, wir müssen uns abstimmen, wir dürfen keinen Flickenteppich haben. Und ja, absolut, es gibt ganz viele Maßnahmen, die sollten auf europäischer Ebene für den europäischen Binnenmarkt getroffen werden. Das macht einfach Sinn, das macht es für die Hersteller auch einfacher. Aber wenn wir nach Frankreich schauen, zu unserem Nachbarland, dann merken wir eben auch, auf nationaler Ebene kann man auch sehr viel machen. Die sind 2-3 Jahre voraus, würde ich sagen. Die haben schon einen Reparaturindex, die entwickeln ihn gerade weiter zu einem Haltbarkeitsindex. Die haben verschiedene Programme, auch um finanzielle Förderung für ökologisch sinnvollen Konsum aufzubauen. Und dementsprechend sage ich, ja, auf europäischer Ebene, was auf europäischer Ebene geht. Wenn auf europäischer Ebene nichts geht, dann muss man trotzdem auch nationale Alternativen überlegen. Aber es gibt trotzdem immer noch genug Instrumente auf nationaler Ebene, die man zur Wahl hat. Und die sollte man möglichst schnell angehen, weil alles, was jetzt produziert wird, entscheidet darüber, was wir in 5 bis 10 Jahren haben für den Reuse-Bereich. Wenn es schlecht reparierbar ist, ist schwer schwer wiederzuverwenden, muss weggeschmissen werden. Wenn es gut reparierbar ist, dann können wir es immer länger nutzen. Und das heißt, je früher wir anfangen, desto weniger Probleme haben wir später. Ja, vielen Dank. Der Tillmann hat Ihnen jetzt eine Brücke gebaut, aber ich wollte doch noch mal fragen, das ist ja jetzt ein neues Geschäftsmodell und Sie vertreten ja jetzt sehr, sehr unterschiedliche Unternehmen. Sind die auch inzwischen so weit, dass sie sich neue Geschäftsmodelle erarbeiten, weil wir eben nicht mehr alle 2 Jahre einen neuen Fernseher kaufen oder die Geräte so häufig austauschen wollen und eigentlich auch nicht dürfen? Gibt es da eine rege Diskussion bei Ihnen im Verband, weil Sie ja sehr unterschiedliche Perspektiven haben? Ja, sicher. Ich glaube, dass es an ganz, ganz vielen Stellen drauf ankommt und das ist was, was wir sehr stützen. Vor allem natürlich immer wieder über das Thema Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher auch zu sprechen. Ja, also Sie hatten das, glaube ich, auch schon erwähnt. In Thüringen zum Beispiel hat man eben solche Informationsstränge aufgebaut, wo man eben sehr viel stärker bemüht ist, auch nochmal ein Gefühl dafür zu geben, was alles möglich ist. Also was ja naja, aber wahnsinnig die banal. Information kommt ja zum Beispiel mit dem digitalen Produktpass. Ne? Genau. Wenn wir den haben, dann wissen wir, woher ja. das kommt, das Gerät, die ganzen Bestandteile sozusagen. Absolut. Wie es repariert werden kann, ob es repariert werden kann, wie es dann auch entsorgt werden kann. Aber das macht ja auch Geschäftsmodelle mit von Ihren Unternehmen, die Sie zum Teil vertreten, kaputt, oder? Naja, Sie haben das ja vorher schon schön ausgeführt. Das ist natürlich am Ende für Verbraucherinnen und Verbraucher ja ein Qualitätsmerkmal auch ist, zu wissen, dieses Produkt, die Marke, ja, die hat sich einen Namen erarbeitet. Die stehen ja alle im Wettbewerb auch miteinander, wo ich mich darauf verlassen kann, da eine sehr, sehr gute Qualität zu kaufen. Und das ist ja was seit vielen Jahren hier in dieser Branche passiert und worauf wir auch stolz sind und was gut umgesetzt werden kann. Und ich glaube, das zu stärken und da immer, Sie haben es ja gesagt, sowas wie den Product Carbon Footprint dann abzubilden und wirklich die Möglichkeit zu geben, dass man dann auf sehr einfache Weise mit einem QR-Code, den ich abscanne, ja auch nicht mehr irgendwie noch 1000 Papierzettelchen dazu zu legen, sondern mit so einem digitalen Typenschild voranzugehen. Das ist was wir in unserer Branche auch entwickelt haben, ja.
und da wirklich die Möglichkeit zu schaffen, sich transparent zu informieren, das ist natürlich was wahnsinnig Wichtiges. Und das passiert da auch. Und ich glaube, was eben ganz wichtig ist, ist, dass man auch Möglichkeiten haben sollte. Sie haben das vorher gesagt, Sie hatten die hatten ein Handy, wo was kaputt gegangen ist. Ja, und dann hat man haben Sie noch eine Gewährleistung da drauf wahrscheinlich und haben dann ein neues Gerät angeboten bekommen. Da kann man ja schon die Frage stellen, muss das denn rechtlich in der Gewährleistung so ausgestaltet sein, wie es im Moment ist, dass das dann ein Neugerät ist? Oder könnte man es auch sagen, dass das ein repariertes Refurbished-Gerät sein sollte? Ja? Also das würden wir durchaus unterstützen, wenn man da aus politischer Sicht sagen würde, wenn das ein gut repariertes und zertifiziertes, selbstverständlich Gerät ist, dann ist das im Rahmen einer Gewährleistung auch ein Ersatz, den man stellen könnte. Und ich glaube, das sind so Schrauben, die natürlich auch im Bewusstsein dann interessant sind. Das heißt also, die Unternehmen in ihrem Verband sind voll auf der Linie, wir wollen jetzt das Recht auf Reparatur auch umsetzen und müssen nur ein paar Regelungen schaffen dafür. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ich glaube, die wirklich interessante Frage ist, wie ist ein ganzheitlicher Blick auf die Nachhaltigkeit von einem Produkt und Geräte möglichst gut reparieren zu können? Das ist sicherlich wichtig, aber ich glaube, Sie müssen es eben einsortieren in den Gesamtrahmen. Wie ist die Effizienz des Geräts? Wie lange sind solche Geräte nutzbar? Wie soll im Fall der Reparatur dann auch sichergestellt werden, dass Software und andere Teile weiterhin funktionieren? Also ich glaube, es ist eben schwierig, das auf eine Stellschraube zu verengen, weil es eben viele sind, die zusammenarbeiten müssen da. Gut, also wir müssen da unsere Hausaufgaben machen und den Rahmen setzen. Jetzt hat sie eben gesagt, kann sein, dass über eine längere Laufzeit der Energieverbrauch größer ist. Welche Erfahrungen habt ihr denn mit solchen Argumenten gemacht, also mit dem, was dann eben dagegen stehen könnte? Also ich glaube, der Energieverbrauch, wie viel er an den Umweltauswirkungen, wie viel Anteil er an den Umweltauswirkungen hat von einem Gerät, hängt natürlich sehr vom Gerät selber ab. Bei einem Smartphone zum Beispiel ist er im Vergleich zu den Umweltauswirkungen der Herstellung verschwindend gering. Also 80% der Umweltauswirkungen von Smartphones kommen eben bei der Herstellung zustande und nicht bei dem Betrieb des Smartphones. Das heißt nicht, dass Energieeffizienz kein Thema ist, so absolut. Für größere Geräte ist natürlich das Verhältnis auch anders, wenn man sich zum Beispiel jetzt einen Kühlschrank anschaut. Aber wir dürfen eben nicht nur auf CO2 schauen, wir müssen eben auch gucken, was ist mit den Rohmaterialien, die wir brauchen, wo dann die Rohstoffe daraus gewonnen werden, was ist mit Wasser. Also es gibt eine Studie, über die ich heute Morgen auf dem Panel gesprochen habe, von der ADEM, das ist im Grunde das französische Umweltbundesamt, würde ich es mal nennen. Die haben sich eben Ökobilanzierungen angeschaut, neue Produkte, gebrauchte Produkte. Und dabei ist eben herausgekommen, dass ein neues Produkt im Durchschnitt, also das, was Sie sich angeschaut haben, 84.000 Liter Wasser braucht. 84.000 Liter für ein Gerät, was 200 Gramm am Ende wiegt. Und Lithium muss mit viel Wassereinsatz gewonnen werden, auch andere Mineralien, von denen da 50 verschiedene Rohstoffe stecken in so einem Handy drin. Die müssen unter großem Einsatz im Bergbau gewonnen werden. Man sagt ja auch, 90% der Verlust der Biodiversität geht auf die Extraktion von Ressourcen zurück. Das heißt, nur auf CO2 zu schauen, ist zu kurz gedacht. Also CO2 ist wichtig, wir brauchen Energieeffizienz, aber wir müssen den Umweltimpact, der bei der Herstellung entsteht, eben auch sehr genau in den Blick nehmen, weil das ist der Killer, der bisher noch zu weit aus dem Sichtfeld heraus passiert. Ja, wenn ich da nur einhaken darf, also ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir dann die Debatte auch schon auf die Breite der Geräte ausweiten. Ne? Also Sie haben völlig recht, beim Handy sind es Stellschrauben, bei einer Waschmaschine, bei einem Waschtrockner zum Beispiel sind es ganz andere Anteile an Strom, die da tatsächlich im Verbrauch einfließen. Insofern, das ist, glaube ich, schon wichtig zu verstehen, dass es einen großen Anteil an Elektrogeräten gibt, wo der CO2-Carbon-Footprint über die Nutzungsdauer von einem Gerät dann ganz wesentlich durch den Stromverbrauch entstehend. Ja, also das ist mit Sicherheit bei einem Trockner der Fall, bei einem Kühlschrank der Fall, solchen Geräten. Insofern, das zeigt aber, glaube ich, schon, wie schwierig es ist, das eben mit einer One-Fits-All-Regelung auch am Ende zu kombinieren. Und ich glaube, was man eben nicht vergessen darf, am Ende gehört immer die Verbraucherin und der Verbraucher mit dazu. Und wenn Sie im Moment ein Elektrogerät haben, ich sage jetzt mal beispielhaft einen Föhn, den können Sie ab 20 Euro wahrscheinlich im Handel erwerben. Und 15.
gibt es bestimmt unterschiedliche Spannbreiten, genau. So, und wenn Sie jetzt die Möglichkeit haben, den zu reparieren, dann müssen Sie natürlich gegenrechnen, was kostet eine Handwerkerstunde, und dann kommt die Anfahrt für den Handwerker im Zweifel noch dazu. Lohnt sich das dann? Und diese Entscheidung wird ja am Ende dann der Verbraucher und die Verbraucherin treffen müssen. Ja, wenn ich noch eine weite Fahrt habe, weil ich nicht vor Ort direkt eine Reparatur... Kommt dazu. Und wenn man sich in den letzten Jahren anguckt, wir haben uns das mal vom Statistischen Bundesamt angeguckt, wie ist die Entwicklung der Kosten für Elektrogeräte, die ist relativ stabil oder sogar teilweise zurücklaufend über die letzten 20 Jahre verschauen. Wie ist die Entwicklung der Kosten für Reparaturen und Handwerker? Die ist deutlich ansteigend. Und diese Kurve hat sich in den letzten 20 Jahren eben so entwickelt, dass die Kosten für Reparatur und Handwerk so hoch sind, dass es eben im Verhältnis immer schwieriger wird, dann auch bei manchen dieser Reparaturen tatsächlich die Entscheidung zu treffen, dass man das tun möchte. Und am Ende, wie gesagt, ist es eben ein Produkt, das von Kundinnen und Kunden gekauft wird und die dann auch diese Entscheidung selbstständig so treffen müssen. Also die berühmte Forderung, Mehrwertsteuer auf Reparaturleistungen beispielsweise zu senken, das wäre ein Effekt, den das haben könnte, um diese Reparaturleistungen günstiger zu machen. Oder auch den Reparaturbonus. Die Beispiele aus Österreich und aus Thüringen haben auch gezeigt, dass das auch das Handwerk fördert. Also wenn das Handwerk jetzt wüsste, es gibt x tatsächlich Millionen Euro in dem Aktionsprogramm Reparieren statt Wegwerfen, was ja auch vorhin schon anklang, dann gibt es ja auch bestimmtes Budget, worauf man sich dann auch verlassen kann, wenn man ein Handwerksbetrieb ist und bestimmte Sachen einfach auch gut macht. Also die sterben ja tatsächlich auch aus, und ich denke, dass es da durch bestimmte finanzielle Anreize, also auch die Primärressourcensteuer, also wir müssen einfach in diesen Bereich kommen, dass Sekundärmaterialien und Reparatur sich auch finanziell lohnen. Also das Ökonomische ist wichtig, um Reparatur zu ermöglichen. Jetzt haben wir ja häufig immer mehr digitalisierte Geräte, jetzt nicht nur unsere normalen Smartphones, Computer oder sonstiges, sondern die Waschmaschine hat auch eine digitale Komponente, wird immer komplizierter. Und wir wollen ja auch Sicherheit. Jetzt sagen viele, ja, das widerspricht sich aber, wenn wir nämlich Sicherheitsupdates machen, dann verbraucht das am Ende mehr Strom. Wie ist da die Erfahrung mit Sicherheitsupdates? Sind die immer zu haben? Ist die Reparatur durch bestimmte digitale Programme dann eher nicht möglich? Vielleicht zu der ersten Frage, sind Sicherheitsupdates immer zu haben? Nein. Es ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Manche sind dort ein bisschen besser, manche sind deutlich schlechter. Also wenn zum Beispiel nach 3 Jahren im Grunde der Software-Support ausläuft, dann ist das für mich nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Aber andere machen es besser, und ich hoffe, dass jetzt politisch auch gewisse Mindeststandards eben kommen, und wird dann mehr Energie verbraucht. Ich glaube, da müssen wir ganz, ganz wichtig einen Finger drauf legen, dass Updates eben auch getrennt werden sollten. Also funktionale Updates und solche sogenannte Konformitätssicherheitsupdates sollten eben nicht zusammen verpackt werden. Weil dann ist klar, wenn immer das neue Betriebssystem kommt, dann steigen die Anforderungen, dann mag die Technik irgendwann mit der neuesten Feature nicht mehr zurechtkommen. Dann ist es langsam. Dann ist es langsamer, genau, weil der Akku hat eine gewisse Spannung. Und wenn das Handy plötzlich mehr fordert, dann kann es sein, dass das Handy drosseln muss, gerade auch wenn der Akku schon ein bisschen schwächer ist. Das kann eine Konsequenz sein von einem Software-Update. Weshalb unsere Position ist, dass eben diese Konformitäts-Updates getrennt werden sollten. Weil bei den Konformitäts-Updates ist eben, da geht es um Sicherheitslücken, die geschlossen werden. Da geht es nicht um neue, aufwendige Features. Und dann ist das auch wieder mehr machbar. Was dann Softwareprobleme angeht, die auch angeblich aus Sicherheitsgründen, also Softwarefunktionen, die es aus Sicherheitsgründen gibt, woran ich nicht glaube, ist zum Beispiel das Part-Pairing zu nennen. Das ist für Refurbisher, aber auch gerade für Privatverbraucher, die selber reparieren wollen, ein riesiges Problem. Das funktioniert so, dass Hersteller Ersatzteile oder einzelne Teile aus dem Telefon per Software koppeln an das Motherboard oder Logic Board. Und wenn eben dieses Teil ausgetauscht wird und ein anderes Teil da reinkommt, dann erkennt das Logic Board dieses Teil nicht
und sagt, ist ein Teil, das kann ich nicht erkennen, könnte gefälscht sein, könnte dir gleich um die Ohren fliegen und so weiter und so fort. Das geht so weit, dass wenn man, ich nenne es nicht den Hersteller, aber wenn man zwei neue Telefone, gerade erst rausgekommen, vom gleichen Typ kauft und dort einfach nur das Logic Board austauscht, vom einen Gerät zum anderen Gerät, dann funktioniert plötzlich die Batterie nicht mehr richtig. Also es kommt eine Warnmeldung kommt immer. Und man kann nicht mehr sagen, okay, hat meine Batterie 100% Kapazität oder 95% des Features deaktiviert. Die Kamera funktioniert nicht mehr richtig, es gibt keine Face-ID mehr. Das habe ich doch. Und es gibt kein True Tone mehr, es gibt keine automatische Helligkeitsbestimmung mehr und eine Fehler. Das heißt, es macht alles keinen Spaß mehr. Es macht gar keinen Spaß mehr, nee. Das war der Bildschirm, Face-ID, Helligkeit und True Tone und dann die Kamera. Man hat keinen Cinematic Mode mehr, die Frontkamera macht Probleme. Das heißt, man hat nur das Logic Board ausgetauscht. Die Geräte sind original, alle Teile sind original, aber weil eben das Logic Board das nicht mehr erkennt, die Ersatzteile, sind gewisse Funktionen deaktiviert. Und dann wird da reingegeben, okay, aus Sicherheitsgründen, weil die Ersatzteile könnten ja irgendwie Daten kompromittieren. Und zum Beispiel Face ID sind ja auch sensible Daten. Aber so ein Bildschirm oder eine Kamera erfasst ja, sag ich mal, das Gesicht und gibt die Daten ins Logic Board, wo die Daten gespeichert sind. So, es hat keinen Zugriff darauf, es gibt die Daten ins Logic Board. Also es ist für mich kein Argument, ich habe noch keine wirkliche Evidenz gehört, wo Sicherheitsgründe wirklich dafür sprechen, dass man dieses Software-Pairing machen muss. Und das heißt, das müsste reguliert werden? Das müsste reguliert werden und das ist aktuell ein Thema. Also wir haben jetzt ja die Ökodesign-Verordnung oder Ökodesign-Überarbeitung auf europäischer Ebene und basieren auf der alten Ökodesign. Verordnung gibt es jetzt aktuell einen Vorschlag, wie man Ökodesign-Vorgaben für Smartphones und Tablets weiterentwickeln kann. Und dort in diesem Text steht immer noch die Möglichkeit drin, dass man dieses Software-Pairing macht. Weshalb wir, spreche ich jetzt für die Right-Repair-Kampagne, auch ganz klar uns dagegen positioniert haben und sagen, das darf nicht mehr möglich sein. Weil es ist verunsichert Verbraucher, es macht für sie die Reparatur sehr schwer, auch bei zum Beispiel Selbstreparierprogrammen, die es gibt. Muss man dann das Originalsatzteil, was man zugeschickt bekommen hat, noch über ein externes Gerät mit einem Servicetechniker freischalten, bevor es wirklich funktioniert. Das dauert sehr lange. Für Refurbisher sind es übrigens Kosten, wenn man sowas machen sollte. Für Verbraucher ist das so ärgerlich, dass man am Ende sagt, das lohnt sich nicht, das mache ich nicht. Und ich glaube, solche Softwareblocker, wie wir sie nennen, solche Hürden, die darf es nicht mehr geben. Es muss frei sein, es muss offen sein. Ja, ich habe das auch bei meiner Laptop-Spendeaktion erlebt, ne, wo wir dann neue Betriebssysteme Open Source draufgespielt haben, aber bei einigen Geräten es schlichtweg nicht möglich war. Da waren Barrieren drin, das ging nicht. Genau, ich habe das schon gesehen, wir haben nämlich noch 20 Minuten Zeit, aber ich würde doch noch mal ganz kurz die Frage stellen an Reparaturersatzteile. Reparaturanleitungen, Vorgaben zu Open Source und Schnittstellen, offenen Schnittstellen. Wie Sie haben eben gesagt, ne, die Ersatzteile vorzuhalten, ist ja, wird von einigen sehr kritisch auch bewertet. Ich finde ja, mit dem Digitaldruck kann man ja heute auch Ersatzteile nachproduzieren. Funktioniert vielleicht nicht überall, aber woran, also Sie haben ja auch die Taskforce eben zwei. Was sind die konkreten Überlegungen, um da tatsächlich die Reparatur zu erleichtern und zu ermöglichen, mal abgesehen von den Standardisierungen, über die wir eben schon gesprochen haben? Ja, also ich glaube, es muss ein vernünftiges Verhältnis geben, wie viele dieser Teile wie lange vorgehalten werden müssen. Und die Hersteller und Herstellerinnen haben da ja über die Jahre einen großen Erfahrungswert angesammelt, wie lange die Teile getauscht werden und wie viele vorgehalten werden, weil das natürlich immer, das ist ja klar, auch mit Kosten verbunden ist und es ist auch damit verbunden, wenn ich einen sehr großen Anteil an Ersatzteilen vorhalte, die aber die Geräte irgendwann gar nicht mehr so stark genutzt werden, wieder am Ende ist das auch eine Entscheidung der Verbraucherinnen und Verbraucher, dann muss ich im schlimmsten Fall diese Ersatzteile am Ende vernichten, weil die nicht mehr benötigt werden. Das ist natürlich auch keine nachhaltige Herangehensweise mit dem, was man an Ressourcen in die Ersatzteile investiert. Deswegen sind wir dafür, dass da mit den Herstellern zusammen eben nach einem geeigneten Rahmen gesucht wird, wie groß und wie lange diese
Vorhaltungen für die Ersatzteile definiert werden. Das kommt ja unterschiedlich an. Sie sagten eben, die Produkte sind unterschiedlich und auch unterschiedlich groß. Da sind es wahrscheinlich auch unterschiedliche Anforderungen daran, ne? Genau. Wie ist das mit Reparaturanleitungen? Genau. Also ich glaube, bei den Reparaturen, man muss eben immer unterscheiden, wie sicherheitskritisch sind die Teile. Und dann natürlich auch immer die Frage, also um es mal ganz praktisch zu machen, wenn ich jetzt irgendwo in der Küche ein Elektrogerät habe mit einem Wasseranschluss, eine Spülmaschine oder Ähnliches, das ist, glaube ich, relativ leicht nachvollziehbar, dass wenn ich kein Fachmann bin und anfange, da selber an der Elektrik irgendwas zu verändern und am Ende habe ich Wasser und Elektrizität, das ist ein sehr gefährliches Feld dann auch, sodass in dem Moment, wo die Elektronik berührt ist und wo ich dann tatsächlich da in einen sicherheitskritischen Bereich gelange, muss das durch einen Fachmann dann auch repariert werden. Wir sind sehr offen für die Debatte, auch über Reparaturcafés zu sprechen, über Sozialeinrichtungen, die eben versichert sind, um in Fällen, wo es dann doch zu Schwierigkeiten kommt, damit auch umgehen zu können. Das ist für uns eben eine Grundprämisse, dass wir die Sicherheitsaspekte dann natürlich auch weiterhin gewährleistet haben. Die Haftungsfragen, die dann auch eine Rolle spielen. Ne? So, ich würde gerne öffnen für viele Fragen, hoffentlich hier aus dem Auditorium. Und die erste war da und die zweite da. Ja, vielen Dank, Josefine Koch vom Forum Umwelt und Entwicklung. Ich habe nur einen ganz kurzen Kommentar, weil mich das irritiert hatte. Sie hatten gesagt, es gibt keine Verpflichtung zu Software- und Sicherheitsupdates. Ich erinnere mich aber, dass Anfang des Jahres gab es doch eine EU-Richtlinie, die jetzt umgesetzt wurde, dass es eben so eine Verpflichtung gibt. Das Problem ist nur, dass nicht klar gemacht wurde, für wie viele Jahre. Im Durchschnitt sind es wohl für 5 Jahre, aber das ist abhängig dann von den Geräten. Ich weiß nicht, ob das, ja, vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Wollen Sie oder Doppelmann? Und ansonsten noch eine Sache, weil die Frage auch vorhin aufkam, es werden tatsächlich nur weniger als 1% der seltenen Erden recycelt. Ne? Also das ist ultra wenig und deswegen und sehr, sehr kompliziert, weil man die Stoffe einfach nicht gut trennen kann. Ja, da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Also es kommt tatsächlich jetzt Bewegung rein und auch eben das erwähnte Eco-Design-Vorschlag für Smartphones und Tablets, da ist es auch mit drin. Wie lange nach dem letzten Verkauf, sozusagen das letzte Gerät, müssen noch Software-Updates geliefert werden? Das ist ein Feedback. Also es gab, soweit ich das noch in Erinnerung habe, eine EU-Richtlinie, die in der letzten Wahlperiode umgesetzt wurde. Da ging es auch um Software-Updates. Aber nicht für alle Geräte. Da wird es unterschieden. Michael Ahlmann, Pfiff. Ich habe ein paar Punkte. Wenn ich was reparieren will, auch im Repair-Café haben wir das probiert. Es fehlen oft die Schaltpläne, es fehlen die Explosionszeichnungen und es gibt oft keine Demontierbarkeit, weil spezielle Schrauben verhindern, dass man, was ich, eine Kaffeemaschine auseinanderbaut. Wir haben in den letzten 30 Jahren 6 Kaffeemaschinen verbraucht. Die erste hielt 15 Jahre, die nächste hielt 3 Jahre und dann immer weniger. Eine war nach 6 Wochen kaputt. Und das war alles Krups. Also eine ganz gefährliche. Aber das ist das eine Thema. Also die Frage, wie verwenden wir eigentlich, was ich extrem kritisch finde, ist, dass immer noch ein Großteil unseres Elektroschrotts in Afrika und in Indien landet. Das ist kriminell in meinen Augen. Und ich finde, dass wir wirklich bei Sicherheitsupdates für Software ein viel größeres Zeitfenster auch dann aufmachen müssen, wenn bestimmte neue Features mit den Geräten nicht mehr erreichbar sind. Aber die Sicherheits-, das Hacken, das muss trotzdem verhindert werden können. Und diese Kriterien sollten auch beim 10 Jahre alten Laptop oder Handy auch funktionieren. Und an der Stelle hoffe ich, dass Sebastian nachher auch noch was dazu sagen kann. Herzlichen Dank. Wer möchte darauf antworten? Also ich meine, klar, dass die Geräte immer kürzere Lebensdauern haben. Es wurde ja auch immer gesagt, es gibt da eine geplante Obsoleszenz, die angeblich nie nachgewiesen werden konnte. Aber ich erinnere mich, dass meine Mutter noch eine Waschmaschine hatte, die 30 Jahre gehalten hat. So. Ja, und die Trommeln sind jetzt aus Kunststoff und nicht mehr aus Metall. Also das sind viele Sachen, die einfach auch nicht mehr die Qualität haben aus Gründen, ja, ökonomische Gründe.
Also Standardisierung war auch noch ein Thema, ne, weil man bestimmte Sachen gar nicht aufmachen kann oder richtig reparieren oder kann. Oder verklebt. Das genau. ist, glaube ich, oder ja, verklebt. Verschraubt, verklebt ist auch. Dann sagt aber der eine Smartphone-Hersteller, ja, aber dadurch hält es ja länger, dass es verklebt ist und es keine Feuchtigkeit zieht. Genau, ich rede auch nicht nur von Akkus, sondern tatsächlich, ich habe selbst auch mal lange in einer Reparaturwerkstatt Dinge repariert und kann da wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass wir viele Sachen ganz hässlich aufbohren mussten, plastikmäßig. Das hatte nichts mit Akku zu tun, sondern die Sachen sind einfach zu. Okay, wir bekommen ein Mikro, weil anscheinend. Also ich kann gerne nochmal zu der Frage der Haltbarkeit sagen. Es gibt von der EU-Kommission in Auftrag gegeben, eine Studie aus dem vergangenen Jahr, wo man nochmal geprüft hat, die Defekte, die nachgewiesen sind, wann tauchen die denn auf? Auch im Zusammenhang mit der Frage Gewährleistungsfristen, wie lange sollen die denn bestehen? Und in 96% der Fällen passiert das in den ersten 24 Monaten. Deswegen ist dieser Gewährleistungsrahmen von 2 Jahren aus unserer Sicht auch der richtige. Man kann sicher darüber sprechen, dass wenn Teile repariert werden, dass die dann vielleicht eine Verlängerung benötigen sollten, aber ganz grundsätzlich glaube ich, ich kann da schon. Naja, aber eine Waschmaschine ist was anderes als ein kleines Gerät, das vielleicht, also die Frage ist ja, ob man unterschiedliche Gewährleistungen, je nachdem, wie groß die Anschaffung auch ist, um. Naja, also wie gesagt, 96% der Defekte sind innerhalb dieser 2 Jahren. Das ist ja schon eine relativ bestechende Zahl, würde ich sagen. Und nochmal auf die Frage, die Sie gestellt hatten, auch gibt es da irgendwie Anzeichen dafür, dass das alles eine unterschiedliche Haltbarkeit hat? Wie gesagt, die Hersteller stehen in einem sehr deutlichen Wettbewerb miteinander und Qualität ist für viele Kundinnen und Kunden ein wichtiges Segment und deswegen ist das selbstverständlich was einfakturiert wird und was einen hohen Stellenwert hat, weil es natürlich ein Produkt sehr attraktiv macht, wenn die Kundinnen und Kunden sagen, da habe ich ein hohes Vertrauen auch in die Marke und deswegen ist das was selbstverständlich auf dem Markt auch passiert, weil es eben zu einem wirklichen Wettbewerbsfaktor geworden ist. Also aber es werden ja auch Billiggeräte produziert, ne? Bewusst. Da sagt man, ja klar, die gehen dann auch schneller kaputt. Brauchen wir da nicht auch andere Geschäftsmodelle, damit die Geräte insgesamt länger halten? Ich glaube, am Ende gibt es natürlich immer die Frage, wie gesagt, was wünscht sich auch derjenige, der das Produkt kauft? Das oder leid. Ja durchaus leid. Oder das, ja. Ich hätte noch einen Kommentar zu dem Thema Verklebung und Haltbarkeit. Dazu erst einmal, das ist kein Quatschargument, dass eine Verklebung die Haltbarkeit erhöht. Und Haltbarkeit ist ein wichtiges Kriterium, damit ein Gerät nicht frühzeitig kaputt geht. Aber was mir nicht gefällt, ist die Art und Weise, wie dieses Argument genutzt wird, nämlich als Totschlagargument ohne Abstufung. Denn es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ein Gerät dicht zu machen. Also und es gibt Innovationen, Fairphone zum Beispiel, das Fairphone 3. Den Akku, da muss man nicht erst mit einer Heizplatte den Kleber lösen, den kann man so austauschen. Und auch dort gibt es eine Wasserdichtigkeit. Und es gibt, das gibt es zum Glück nicht mehr so oft, aber es gibt es immer noch, es gibt sogenannte verschweißte Kontakte. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Bei Klebern gibt es aber auch Abstufungen. Es gibt eben Kleber, die sind bombenfest, die kriegt man in der Werkstatt vielleicht als Profi mit 120 Grad Heizmatte gerade so auseinander. Es gibt aber auch andere Kleber, wo man als Verbraucher tatsächlich auch eine Möglichkeit hat, in das Gerät reinzukommen, für zum Beispiel um eine Batterie zu tauschen, weil wir müssen uns vor Augen führen, eine Batterie ist ein Verbrauchsgegenstand. Die Batterie wird früher oder später immer nicht mehr genug Leistung haben, wird eine Reparatur und Ersatz der Batterie erfordern. Und wenn das zu einer Sollbruchstelle wird, weil es so schwierig ist, so teuer ist, dass Verbraucher das nicht tun, sondern lieber aufgeben und sagen, ich kaufe was Neues, dann haben wir ein Riesenproblem. Und was ich mir eben wünsche, ist, dass die Innovationskraft, die viele Hersteller ja haben, eben auf solche Dinge gerichtet werden. Wie kann man denn Haltbarkeit mit einfacher Reparierbarkeit zusammenbringen? Und wenn man jetzt mal auf die IFA gegangen ist, dann sieht man nicht viel davon, von solcher Innovationskraft. Da werden andere Sachen als große Innovation angepriesen. Und ich denke mir halt, es ist halt kurz vor 12 so. Ne? Also wir müssen halt jetzt Nachhaltigkeit stärker nach vorne stellen. Und nicht nur mit netten Worten und wir haben hier ein bisschen mehr recycelt, sondern wirklich konsequentem Ökodesign, damit wir die Sachen länger nutzen können. Und Thema Geschäftsmodell, ja, es ist eine riesige Herausforderung für die Hersteller. Die sind ein Stück weit auch gefangen
in ihrem bisherigen System, was halt linearen Konsum begünstigt, was gerade, wenn man nur Hardware herstellt, ist das die Haupteinnahmequelle. Wenn man Hardware, aber auch Software, Dienste anbietet, dann kann es ja auch vorteilhaft sein, wenn die einen Geräte langlebig sind, wenn man dadurch zum Beispiel mehr Kunden hat, die auch Dienstleistungen nutzen, weil das alles super integriert ist. Aber es ist eine Herausforderung. Was es braucht, ist Mut und ein neues Geschäftsmodell auch zu versuchen und neue Einnahmequellen zu finden und Premium-Produkte zu produzieren. Und es braucht aber auch einen Rahmen, der das Ganze begünstigt, fördert, ein Stück weit aber auch jetzt anschiebt, weil Mut ist schwer zu finden manchmal. Janine, wolltest du noch? Weil wir haben noch zwei Meldungen da oben. Gib gerne den Raum ans Publikum. Bitteschön. Ja, Helge Piepenburg von Selbstbestimmt Digital. Ich finde es ganz wichtig, dass die Verantwortung nicht beim Verbraucher gesucht werden kann für Reparaturen, weil wir jahrzehntelang jetzt von einer Wirtschaft erzogen wurden, die das verhindert hat und viele Einrichtungen und Läden, wo man Dinge kaufen kann, schon gar keine Reparaturen mehr anbieten, sondern nur den Neukauf, vielleicht noch einen Umtausch von Ware. Und da kann man nicht sagen, dass das wäre jetzt der Verbraucherwille. Also ich nehme mal das Beispiel Autos. Ich kenne sehr viele Menschen, die gerne an Automotoren früher als Hobby rumgeschraubt haben und bei ganz, ganz vielen Autos gibt es überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, ohne die Schadsoftware auszulesen, irgendetwas zu reparieren. Man kann nicht mal mehr einen Ölwechsel machen. Richtig. Früher. Und das ist einfach etwas, diese Autonomie wurde dem Verbraucher schon lange genommen. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist der Verbraucherwille, dass irgendetwas immer neu oder sicher sein müsste. Ich glaube, ganz viele Leute würden viel lieber viel mehr reparieren, aber sie haben diese Möglichkeit gar nicht mehr zur Verfügung. Sie haben sie nicht bekommen. Und das, weil zu lange eine Politik betrieben wurde, wo diese Wirtschaftsform unterstützt wurde. Und von daher muss jetzt auch eine Politik betrieben werden, damit diese Autonomie wieder zurückgewonnen wird. Wichtiger Appell an die Politik. Ich nehme das auf jeden Fall mit und kämpfe auch dafür. Und dann haben wir noch eine zweite Meldung. Ich habe hier noch eine und dann noch zwei da. Und dann machen wir die jetzt zusammen, ne? Ja. Weil wir so ein bisschen gegen Ende der Zeit laufen. Ja, vielen Dank. Maximilian Vogt von der Open Knowledge Foundation vom Prototype Fund Hardware. Ich habe mich jetzt gefragt, das Thema ist ja Zukunft so ein bisschen. Also wir haben über die Reparaturkultur gesprochen, das Recht auf Reparatur, aber wie geht's eigentlich weiter? Wo wollen wir eigentlich hin? Und das, wo wir ja gerade hin wollen, ist ja Circular Society, eine Circular Economy. Und ich habe mich da gefragt, wie passt das da alles rein? Also eigentlich müssten wir Technologie komplett neu denken und da fällt mir das Stichwort natürlich Open Hardware ein. Und was ist da die Meinung jetzt vielleicht hier in der Gruppe Open Hardware, Open Design? Okay, bevor er rüber... Gern schon mal anfangen. Ich muss ja sowieso darüber ran. Wer möchte? Ich kann kurz reagieren. Also wir sind als BUND auf jeden Fall dafür, dass es möglichst offen, also auch der Produktpass, der wurde vorhin nämlich auch erwähnt. Also es ist ja nicht so, dass der jetzt schon fertig ist, sondern das ist ja ein ganz dynamischer Prozess, wo wir uns jetzt auch engagieren und reingehen, weil wir genau das wollen. Dass möglichst viel von den Informationen, die die Hersteller gerne zurückhalten, da drin verfügbar sind, damit repariert werden kann. Und damit wir tatsächlich Dinge lange, lange, lange nutzen können. Und ich möchte noch einen Kommentar machen zu diesen smarten Geräten. Ich denke, wir müssen uns auch unbedingt fragen, wie viele Geräte brauchen wir? Müssen die alle smart sein? Aus unserer Sicht müssen sie das nicht. Und auch nochmal einen letzten Kommentar zu dem Energieverbrauch. Also wir brauchen nicht die ganze Zeit neue Produkte. Ich habe meinen Staubsauger seit über 10 Jahren. Ich würde den gerne irgendwann reparieren lassen, wenn er kaputt geht. Aber ich glaube, es ist da nicht so relevant, wenn ich alle 2 Wochen den mal benutze für eine halbe Stunde. Ich glaube wirklich, dass die Ressourcen, die da drin stecken, also das ist einfach gut, den so lange wie möglich zu benutzen. Und deshalb ist es auch wichtig, lange Gewährleistungszeiten, lange Nutzungsdauern. Also ich würde Ihnen zustimmen, dass das, wie gesagt, sehr vom Produkt abhängt, ja, und vom Verbrauch und vom Einsatz. Und deswegen nochmal, man braucht diesen umfassenden Blick auf diese Prozesse. Ich glaube, dass das sehe ich ein bisschen anders, die Frage, wie schlau sollen Geräte sein? Möglichst schlau. Unser Ziel, wie gesagt, ist eine Sektorenkopplung, in der wir jede Effizienz nutzen können, um die Systeme miteinander arbeiten zu lassen. Also ich kann eine, ich sag's mal polemisch, nicht so schlaue Waschmaschine in den Umlauf bringen oder ich kann eine sehr schlaue Waschmaschine bauen. Das können wir mittlerweile. Das müssen wir dann aber auch weiterhin in Europa attraktiv halten, dass diese Geräte hier auf den Markt kommen und produziert werden. Und wenn ich am Ende ein System habe, wo ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe, einen Speicher,
Speicher im Keller habe und eine Waschmaschine, die durch einen Smart Meter weiß, dass sie lieber nachts von selbst natürlich anspringt, weil niemand will nachts um vier aufstehen und die Waschmaschine anmachen, dann kann das natürlich eine Riesenentlastung für unsere Netze sein, die ja mit dem Strom, den wir immer stärker in den Umlauf bringen, dann arbeiten müssen. Und dieses Ziel wollen wir gerne verfolgen. Ich muss leider unterbrechen, ja, weil fälschlicherweise sind wir von 20 vor ausgegangen. Jetzt habe ich erfahren, wir haben schon überzogen. Oha. Janine, du hattest aber gerade einen Widerspruch aufgemacht. Deshalb darfst du ganz gerne noch kurz am Schluss. Also unsere Meinung ist, wir brauchen nicht alles smart. Wir müssen ganz genau hinschauen. Wir brauchen weniger. Wir brauchen auch nicht nur technologische Innovationen. Wir haben genug Menschen, die auch mitdenken können. Ich glaube nicht, dass wir digitale vernetzte Geräte brauchen, die das alles regeln. Von daher freue ich mich, das nochmal weiter zu diskutieren, auch diesen Widerspruch auszudiskutieren. Also ich glaube, es gibt viele Widersprüche. Was wäre dein Wunsch jetzt noch oder dein wichtigstes Anliegen, was du uns nochmal mitgeben würdest? Kurz, ganz kurz, ein Satz. Ganz kurz, loslegen. Loslegen, gut. Okay, das ist sehr kurz. Ich danke jedenfalls ganz herzlich.